Hallo YouTube, es ist wieder Samstag, Hof Bergmann. Und wie ihr gerade seht, hier hinten, wo fährt er denn hin? Er soll doch eigentlich hier reinkommen. Wo fährt er denn hin? Okay, er fährt jetzt hier spazieren. Wie ihr oben, ganz oben seht, wir haben unsere drei Verträge komplett abgeschlossen. Es war dreimal düngen. Und da ich gesehen habe, dass wir gar nichts oder wir uns absolut mit Dünger zu viel eingekauft haben und die jetzt nicht unbedingt in Säcke wieder zurück füllen möchte, habe ich mir hier für knapp 23.000 Euro ein Silo hingestellt, das komplett für festen Dünger zuständig ist. Das hier hinten ist für Flüssigdünger. Und das ist für festen Dünger, gehen 60.000 Liter rein. Und die werden wir jetzt erstmal ausladen. Weil wenn wir dann die Verträge abschließen, verschwinden ja natürlich unsere gemieteten Fahrzeuge. Und ich weiß nicht, was mit unserem Dünger passiert, ob der dann einfach auf der Straße liegt oder dergleichen. Ich muss mal hier kurz schauen, wie das hier. Am besten funktioniert. So, Befüllung ist ja ein Blödsinn. Ich will ja nicht befüllen, ich will ja. Entladen. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber jetzt schauen wir mal. Bei Befüllung wäre genau andersrum sozusagen, dass er aber ich möchte ja entladen. Oh, er entlädt die nur in Säcke. Ist jetzt nicht sein Ernst. Ja gut, dann stellen wir den mal weg. Dann haben wir uns sozusagen hier dieses Silo umsonst gekauft, weil das Silo ist nur dafür da, um sozusagen, ich kann hier Silo kaufen oder Dünger kaufen und da dann meine Fahrzeuge auffüllen. Das kann ich natürlich jetzt mit den Säcken hier auch machen, die hier natürlich jetzt nicht gerade günstig stehen. So, mal werden wir uns jetzt unseren Lader holen müssen, um hier endlich mal aufzuräumen. Aber jetzt laden wir den hier schnell noch aus. So, den stellen wir jetzt auch dahin. Und zack, dann stehen die da hinten auch und dann gehen wir in unser, halt, das ist die falsche Seite, in unser Vertragsmenü und schließen den einen Auftrag ab, den nächsten Auftrag ab und nochmal einen ab und haben somit einen Kontostand von sage und schreibe 385.841 Euro. So, das Silo, ja, okay, könnten wir jetzt wieder verkaufen, lassen wir jetzt hier mal stehen, stört nicht. Die Fahrzeuge sind alle weg. Gut, da ich hier. Aber wo sind denn jetzt die Säcke? Die Säcke stehen noch da. Okay. Ich würde jetzt ehrlich gesagt echt die Säcke hier reinstellen, weil die stehen mir hier nicht gerade schön. Somit werde ich mir meinen Teleskoplader holen. Ich weiß es nicht, ob ich den großen hier, 34 PS, 70 PS.
Ach, das ist der Elektro. Nee, nee, nee. Wir nehmen kein Elektro, wir haben keine Ladestation. So, was gehen wir im Verreifen? Ich würde sagen, die MKT sind schöne Dinge. So, wir werden ihn nicht mieten, sondern wir brauchen ihn ja fest. Oder was würde er Miete kosten? Ah, 3,6 jeden Monat, das ist doch ein bisschen zu viel. Wir kaufen ihn. Steht beim Händler und dann schauen wir schnell, was wir alles gleich dazu kaufen. Ballengabel, Folienzange. Also wir werden auf alle Fälle eine Schaufel benötigen. Aber jetzt müssten wir natürlich schauen, was wir nicht schon auf dem Hof haben. Somit lass uns mal schnell rüberlaufen. So, eine Schaufel hätten wir hier. Eine Albutschaufel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die auch funktionieren würde. Das ist alles Maxi. So, haben wir noch sonst noch irgendwas? Gewicht, Gewicht. Dann haben wir noch irgendwas oben. So, was können wir hier? Wir hier was drauf? Hier haben wir nichts drauf. Also fahren wir es wieder hoch. So, andere Seite. Werden wir auch nichts drauf haben, oder? War auch leer. Lassen wir es auch wieder hochfahren. So, wir haben hier die Albutschaufel. Ob die natürlich funktioniert. So, Teleskopstapler, zack. Ich sehe natürlich die Schaufel jetzt nicht. Von den Anschlüssen her ist sie gleich wie die. Wir kaufen jetzt mal keine Schaufel, sondern kaufen nur die Palettengabel. Die nehmen wir mit. Und springen dann sozusagen zum Händler. Und springen in unser Fahrzeug. So, könnten wir hier die Palette, die könnten wir gleich mal mit auf den Hof nehmen, würde ich sagen, oder? So, ich muss mal nach vorne schauen. Ein bisschen rauszoomen. Das war nix. Ein bisschen feinfühliger hier. So, und nochmal von oben schauen. So, jetzt hat's. Dann fahren wir mal zum Hof. Ah, hier würde auch noch ein Sack stehen, aber den holen wir mal mit was anderem ab. Jetzt hoffe ich mal, dass wir in diesen Huggeln hier
Nichts verlieren auf der Palette. Nee, ist alles bombenfest. Dann fahren wir mit dem jetzt heim. Den könnte man theoretisch auch mit Autodrive heimfahren lassen. Den schicken wir... den schicken wir jetzt mal zum Hof. So, lassen wir fahren. Weil dann könnten wir synchron mal schauen, was es alles für Aufträge noch gibt. Es gibt aktuell keine mehr. Wir werden also schlafen müssen. Weil die Aufträge, die bringen nicht wirklich lukrativ Geld. Und somit lassen wir das erstmal. So, hier haben wir brav gewalzt. Hier könnte man theoretisch deckt mal zu oder fahren wir nochmal eine Bahn hier rein. Ich glaube, wir fahren nochmal eine Bahn. So, jetzt müssten wir schauen, was die BGA macht. Ob die BGA oder ob, nee, die machen wir jetzt eigentlich zu. Die lassen wir jetzt gern. Weil dadurch, dass wir den Lader haben, können wir hier dann dementsprechend, was ist hier? So, weil wir haben hier noch null am Lauf seit dem neuen Start, somit sollten wir die BGA langsam anschmeißen, sonst rendiert sie sich gar nicht. So, also, machen wir hier, wie Verdichtung 99%. Das ist ja nicht zu fassen. So, dann fahren wir noch mal ein bisschen mit dem Traktor oben drauf. Die 100% werden wir schon hinkriegen. Verdichtung 100%. So, dann aussteigen. So, Silo abdecken. Zap, zap. Und die Gärung läuft. So, dann können wir ihn normalerweise zum... Schicken wir ihn mal zum Waschplatz rüber. So. Okay, er fährt drüber. Schauen wir uns nicht an. So, wo ist unser Fahrzeug? Hier ist es. Wo stellen wir die Palette am günstigsten ab? Ich würde fast sagen, wir stellen sie... hier mal in den Hof. So. Dann fahren wir rüber in den Nebenhof. Right. Andere Ausfahrt nehmen wir da. Und fahren wir die Säcke schnell. Zur Seite. So, er packt hier gerade ein. Will auch gar nicht länger stören. So. Zwei werden wir mit der Gabel nicht kriegen. Somit werden wir sie alle einzeln fahren müssen. So. Warum will er nicht? Warum will er nicht? Warum will er nicht? So, jetzt hat. So, die stellen wir jetzt da hinten mal hin. Ich würde jetzt fast... Ich nehme jetzt mal schnell einen Sack auf. Dann klicke ich das Menü mal weg. So, nehmen wir ihn mehr hoch. Dann mache ich hier mal schnell den HUD aus und mache hier mal ein schönes Foto.
So. Und räumen wir hier weiter auf. Das wollte man nicht. So, dieses Pfeifen regt mich jetzt schon auf. Von dem Rückwärtsgang. Aber es lässt sich wohl leider Gottes nicht anders vermeiden. So, können wir zwei nehmen. Oh, tatsächlich so viel Bums, dass er zwei nehmen kann. Oh nein, ich habe hier noch einen dran. Der wollte nicht ab. Also fahren wir jetzt alle einzeln schnell. So. Ich lasse den Lader hier jetzt mal stehen. Und würde sagen, ich mache das später schnell offline. Den park mal auch jetzt. Mal hier, der stört hier gar nicht. Den lassen wir mal hier drin stehen. Wir könnten natürlich kurz auf den Hof fahren und könnten schauen, ob die Schaufel passt. Sonst müssen wir uns im Shop noch die andere Schaufel holen. Das probieren wir jetzt schnell aus. So, die Gabel legen wir mal hier schnell hin. Und fahren wir hier hinter. So. So, die Schaufel passt nicht, warum auch immer. Somit müssen wir uns diese Universalschaufel kaufen. So, ich fahre dann schnell zum Händler später und hole die Schaufel auch ab. So. Ihn schickt man mal vollautomatisch zum Nebenhof. Ja, Kartoffellager. Sollen wir zum Kartoffellager fahren? Und wir springen hier mal raus. Und es ist 7:30. Können Sie mal kurz schauen, wie es unseren Hühnern geht, ob die noch alles genug haben, und dann würde ich sagen, verkriechen wir uns ins Bett. So, Garage machen wir zu. So, und dann schauen wir hier. 600 Nahrung, 160 Wasser, Stroh haben wir genug. So, Eier produzieren sie auch. So, dann würde ich sagen, wir gehen ins Bett und schauen, was der nächste Tag an Jobs bringt. Wo war Schlafzimmer? Schlafzimmer war hier. So, dann heißt es, ja, 7 Uhr reicht. Wir schlafen bis 7 Uhr.
Und irgendwas haben wir noch gemietet. Was haben wir noch gemietet? Den Silo-Verdichter, aber der ist nicht so tragisch. Alles gut. So, wir wollen kurz abspeichern. Das will ich automatisch. Und nun schauen wir. Okay. Es gibt aktuell nicht mehr. Wir schreiben September. Es kommt nicht mehr. Somit belassen wir es. Und wir kümmern uns somit eventuell wirklich um die Forstwirtschaft, weil die können wir das ganze Jahr über machen, dass wir sagen, hier oben haben wir das Sägewerk, dass wir wirklich sagen, wir holen uns Feld 34. Oh, da fällt 26, aber die Bäume werden nicht wirklich ausreichen. Die werden nicht wirklich ausreichen. Oder wir nehmen echt die Bäume auf Feld 19 außenrum schon, nehmen die weg und kaufen uns dann später Feld Nummer 34, weil die Maschinen, die wir benötigen, kosten ja auch ein bisschen was. Und ich habe mir das schon mal ein bisschen angeschaut, was hier so wirklich am besten wäre für uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier kommen nur noch Anbauteile und dann dementsprechende Auflieger und Anhänger und auch hier Seilkräne. Für unseren Start würde ich mich entweder auf den PM Truck 3 beschließen, der sozusagen hier vorne seinen Greifarm hat und hier hinten auch Bäume ziehen kann. Oder wir nehmen ihn hier. Der hat jetzt keinen Greifarm, sondern hat hier hinten einen mit aufgebaut und hat natürlich auch seine Plattform hier, um Bäume zum Ziehen. Wobei 180, 180. km/h, 40 Ich würde mich fast für ihn hier, glaube ich, entscheiden. Klar könnte ich jetzt hier den dann dementsprechend abbauen. Ah, okay. Er ist natürlich mit Kran und mit Schild. Ah, okay. Mit Kran und mit Schild. Und mit der großen Maschine kostet der 380.000. Und der mit dem großen Motor 250, aber ja. Ja, es sind doch 50 PS. Ich glaube, wir werden ihn nehmen für 250.000. Und werden uns dann in die Forstwirtschaft reinstürzen. Aber das werden wir ganz ehrlich erst in der nächsten Folge machen. Dann geht's in die Forstwirtschaft.